Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Dem einen oder anderen sind sie schon aufgefallen, diese schönen roten Türen, und wer in der Story weit genug ist, weiß auch, was man braucht, um sie zu öffnen. Davon gibt es so einige auf dieser Welt und ja, da gibt es tolle Sachen, Schatztruhen und auch in den... Ja, wie man hier sieht, zum Beispiel Fässern oder so, findet man ab und zu mal ganz interessante Sachen, die das Leben eines echten Helden einfacher machen. Doch darum soll es hier nicht gehen in diesem Video, sondern es gibt ja auch noch tolle andere Sachen, nämlich die Metalltüren. Und die kann man erst öffnen, wenn man das Hauptspiel durchgespielt hat und im Postgame ist und im Besitz des Universalschlüssels ist. Diesen bekommt man in der Poststory ganz automatisch. Und wo ihr dann aber die Metalltüren findet, wo das richtig geile Loot drin versteckt ist, das zeige ich euch in diesem Video. Also bleibt dran, viel Spaß! Auch ein guter Ort zum Level ist der Wahllandeplatz des Malmorwaldes, denn hier findet man häufig die harte Hand und die hat mir im Hauptspiel viel, viel Erfahrung gebracht und viel Level. Und nicht nur das, auch hier ist unten, ihr seht es, eine Metalltür, die wir öffnen können. Wir finden dort drin 3 Chronokristalle. Durch den Reisepunkt Schloss von Heliodor gelangen wir zurück ins Verlies und dort in der unteren Ebene haben wir gleich 4 Metalltore, die wir jetzt mit dem Universalschlüssel öffnen können. Wir finden ein Anleitungsbuch mit dem Titel König der Kriminellen. Einen Schädelhelm. Und das war's. Auch auf dem nördlichen Wahllandeplatz des Hochlands von Onsen finden wir eine Metalltür. Und wir finden ein Anleitungsbuch mit dem Titel Richtig heißes Rüstzeug. Wir bleiben in der Luft und begeben uns zum Wahllandeplatz der Champs Sauvages. Denn auch hier hat sich eine Metalltür versteckt, oder eher eine Schatzkiste, die dort hinter ist. Und wir finden 3 Mini-Medaillen. Auch auf dem Wahllandeplatz von Firnland können wir eine Metalltür und eine Schatztruhe finden. Wir finden ein Anleitungsbuch mit dem Titel Weise Ratschläge. Die nächste Metalltür finden wir auf dem alten Schlachtfeld Ebene U9. Wer den Lagerplatz im Postgame schon besucht hat, kann sich da einfach hin teleportieren, ist dann auch nicht mehr allzu weit. Thank you.
Und hier findet man dann einen starken Gegner. Den Kristallmoloch. Wenn ihr diesen besiegt, dann winken 8400 Erfahrung, 1050 Gold und ein Harmoniekristall. Dieser wird benötigt, um die Mission mit dem Hafenbauer in der Hohen Warte abzuschließen. Und es findet sich hier eine Schatztruhe. Darin finden wir das Anleitungsbuch mit dem Titel Kleidung der Kriegsgöttin. Vier weitere Metalltüren finden wir in der kryptischen Krypta im Zellenblock. Ihr seht es auf der Karte, wo ich mich befinde. Und wir finden einmal eine Metallkönigjacke. Eine Pandora-Büchse, die wir bekämpfen müssen. In dieser Zelle ist nix. Und die wichtigste Schatztruhe ist das Anleitungsbuch mit dem Titel Militärische Monturen. Dort haben wir dann die Möglichkeit, den Marshallmantel und die Marshallstiefel für Hendrik herzustellen. In Gallopolis gibt es gleich neben dem Haupttor, dort, wenn man sich teleportiert oder eintritt, landet man dort an dieser Stelle, gibt es einen Brunnen, in den wir hinabsteigen können. Der eine oder andere hat das vielleicht schon im Laufe des Spiels mal gemacht, denn man kann hier unten ab und an schöne Funkeflecken finden. Hier seht ihr schon unten auf der Karte, wir finden hier eine Metalltür. Und natürlich eine Schatzkiste. Mit einem Feuerball. Und natürlich kennt jeder die Metalltür in Gondolia gleich neben dem Haus des Don. Denn hier ist man so oft vorbeigekommen. Vielleicht sogar die erste Metalltür, die man so wahrgenommen hat in diesem Spiel. Und hier sollte man unbedingt vorbeikommen, wenn man den Schlüssel hat und ein wenig Geldprobleme hat. Denn hier gibt es Münzen, 50.000. Aber das ist noch nicht alles. Hier verstecken sich noch weitere Truhen. Und hier gibt es noch eine Mini-Medaille und einen Schönsporn. Auch in Puerto Valur, der Stadt des Don Rodrigo, finden wir eine Metalltür. Und diese ist gar nicht so leicht zu finden, denn wir müssen, ich zeige euch das hier auf der Karte, hier unten in dieses Haus hineingehen, wo ich bin. Und dann müsst ihr in die obere Etage, seht ihr hier, und dort oben finden wir die Metalltür, um auf den Balkon zu kommen. Und dort finden wir die Schatztruhe, dort finden wir ein buntes Traumtuch.
Und auch in der Stadt Mandala finden wir eine Metalltür. Dazu müssen wir Richtung Ruinen laufen, den Pfad zu den Ruinen hinunter. Und hier unten auf der linken Seite finden wir die Metalltür in diesem kleinen Steinturm. Einen Goldbarren finden wir hier drinne. Weiter geht unser Städtetrip, diesmal nach Firnland. Und ich empfehle euch, wenn ihr euch hin teleportiert, teleportiert euch zum Lagerplatz von Firnland. Denn ihr müsst sicher sein, dass wir helllichten Tag haben. In der Nacht habt ihr keine Möglichkeit, in das Schloss zu kommen. Und wir müssen ins Untergeschoss vom Schloss von Firnland. Das heißt also, teleportiert euch zum Lagerplatz und sollte dort Nacht sein, könnt ihr euch bis zum Tagesanbruch ausruhen. Dann geht's, ihr habt es gesehen hier, den Weg zur Richtung Aufzug. Und wenn wir unten sind, dann seht ihr auf der Karte schon die Metalltür, die sich uns verschlossen hält und mit dem Universalschlüssel jetzt. Kein Problem, wir können sie öffnen und das ist wieder eine wirklich wichtige Truhe für die Leute, die alle Ausrüstung haben wollen, 100% schaffen wollen. Denn wir finden das Anleitungsbuch mit dem Titel Symbole des Königtums. Oder Königtums. Nicht mit Turm, Tum. Königtum. Und einen Chronokristall. Kommen wir zu den letzten der Metalltüren. Und diese befinden sich auf hoher See. Das heißt, wir müssen leider mit unserem Schiff den Wasserweg wählen. Die erste befindet sich, oder die erste, die wir jetzt machen, befindet sich auf der Insula Incognita und dementsprechend reisen wir hier zu den Sandinseln, um von dort aus auf unser Schiff zu kommen. Und da unten seht ihr den Ankerplatz ganz im Süden. Und dort reisen wir jetzt einmal hin. Auf der Insula Incognita angekommen, seht ihr die Metalltür. Wir müssen einmal über die komplette Insel, um diese zu erreichen. Und dieser Weg lohnt sich, denn wir finden ein Anleitungsbuch mit dem Titel Geschenke der Göttin. Und das ist auch wieder richtig wichtig, denn hier bekommen wir den Heiligen Reif und das Heilige Gewand für Sirena Ausrüstung, die auch das Aussehen verändert. Gleicher Ausgangspunkt wie eben. Wir reisen zurück oder wir teleportieren uns zurück zu den Sandinseln und reisen mit dem Schiff zu der Insel im Norden und gehen dort von Bord. Das ist die Insula Occidentalis, denn auch hier finden wir in einem kleinen Steinturm eine Schatztruhe, die durch eine Metalltür versperrt ist. Und hier finden wir eine Metallkönigrüstung. Und ein letztes Mal geht es auf hohe See. Die letzte Metalltür wartet und diese finden wir ganz im Osten der Karte. Ihr seht es dort. Da ist der Anlegeplatz und dort müssen wir hin. Wer kennt sie nicht? Die Insula Orientalis. Wer das Spiel schon weit gespielt hat, war hier ein oder das andere Mal, denn hier eignet sich dieser Ort perfekt zum Leveln. Und diese Metalltür, die hat man dann auch bestimmt schon einmal gesehen. Und wie gesagt, mit dem Universalschlüssel ist das Ding überhaupt gar kein Problem. Wir öffnen ganz einfach die Tür und öffnen die Schatztruhe, die sich dahinter verbirgt und bekommen ein Anleitungsbuch mit dem Titel Wohl und Wehe, Ringe der Macht.
Tja, damit haben wir alle Metalltüren in diesem Spiel geöffnet, die Schatztruhen geplündert und sind nun bestens ausgerüstet. Lasst euch die Ausrüstungsgegenstände, die halt eben aussehen verändern sind, noch herstellen für die Trophäe oder das Achievement, je nachdem auf welcher Konsole ihr spielt. Und dann seid ihr, denke ich mal, für den letzten großen Kampf bestens gewappnet. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, hier auf der linken Seite. Da seht ihr den Abonnieren-Knopf. Drückt den, falls ihr das noch nicht getan habt, dann verpasst ihr auch kein anderes Video. Und aktiviert das Glöckchen, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung. Und auf der rechten Seite geht es zu Rainer Raffnicks Band. In der Mitte seht ihr ein anderes Video. Herr Arbeit bedankt sich fürs Zuschauen und sagt Tschüss und bis zum nächsten.